Guten Morgen, meine Lieben. Gib den letzten Kaffee und dann lasst uns mal zu Kai fahren. Hört ihr auch langsam laut, damit ihr nach Rasen. Ja, und dann zeige ich euch nachher nochmal die Schweißnaht. Also Leute, bis gleich, wenn es losgeht. Ich bin jetzt die ersten Meter gefahren und auf dem Weg runter nach Wünschendorf. Dort, wo auch das Fahrradwohnwagentreffen stattfindet. Ja, schöne Strecke hier. Oh, bin gleich unten. Wildenfort. Engstelle hier vor Gera. Ah, die kennen wir schon. Haben wir schon ein paar Mal durchgefahren. Da würde jetzt auch klappen. Ja, hier sind wir durch. Ja, hier ist jetzt schlecht, weil hier muss ich total ausholen. Seht ihr das? Ganz nach rechts fahren jetzt. Und dann. Ja, uiuiui. Das wird jetzt eng. Wartet mal. Ah, seht ihr, was jetzt stört? Die Scheibe vorne. Ja, gerade so. Die Scheibe, dadurch ist das Rad halt länger. Ja, dadurch hat es gerade so geklappt. Naja, gut, weiter geht's. Kommen wir mal rüber. Na, schon ein paar Mal durch. Ich hoffe, der Fahrer hier ist nicht neu, dass ich nicht langkomme. Oh, das ist knapp. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, sie jetzt gerade so. Gerade so. Das ist wirklich eine schlechte Engstelle. Also, Engstellen sind immer schlecht, dann ist richtig schlecht hier. Wartet mal, jetzt muss ich mal ausholen. Ja. Ich dachte, ich umgehe das diesmal ein bisschen. Also, ist schlecht. Kommt von da mein Auto. Wartet mal, ich habe ja Vorfahrt. Ich bin jetzt auf der Hauptstraße. So. Aber was fahren wir hier rüber? Wahrscheinlich wieder über den Bach. Ja. Oh, den Gleisen fahren. Oh, nicht so einfach. Eieiei. Leute. Dieses mittlere Rad ist jetzt kurz davor, um die Gleise zu gehen. Muss man hier ausholen. Da ist der Bach. Geht's jetzt weiter. Mal gut, dass ich angehalten habe. Das hätte jetzt nicht gepasst. Wäre mir die Kamera jetzt hier kaputt gegangen. Nächste Brücke. Bin immer noch in der Innenstadt hier von Gera. Ja, jetzt ist es entspannt. Ich denke mal, die größten Engstellen habe ich jetzt hinter mir. Und ja, hier kommt jetzt noch mal eine kleine. Muss ich auch noch ganz, ganz weit ausholen hier. Hallo, hallo, mal sagen. Dass mir in der Rind fährt hier. Und dann langsam rum. Ja. Geschafft.
Ich bin jetzt noch mal bei diesem steilen Anstieg Richtung Salz, wo diese Hütte steht. Da oben seht ihr sie schon. Nach dem Wohnwagentreffen hatte ich auch Schwierigkeiten, hier hochzukommen. Zwei Hügel waren schon, hat gut geklappt. Und mal gucken, wie das jetzt hier klappt. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Scheint flacher zu sein als da hinten. Da hinten hatte ich mehr zu kämpfen. Dachte eigentlich, das hier wäre steiler, aber nee, ist jetzt wirklich locker zu machen. Ja, also hätte ich euch lieber da hinten anmachen sollen. Da war es steiler. Aber hier komme ich jetzt echt locker hoch. Wunderschöne Natur hier. Ganz toll der Wald. Schöner Laubbaumbestand. Ja, und hier geht es jetzt gleich schon wieder runter. Da können mir die Bremsen mal wieder zeigen, was sie können. So, war schon. Also das war locker hier. Geht ganz schön steil nach unten hier. Vor allen Dingen hat man hier immer so eine Wasserabläufe. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier seht. Hier wieder muss ich ganz langsam fahren. Boah, der Hänger schiebt ganz schön von unten, von hinten. Wahnsinn, also schon heftig hier runter. Alle Bremsen waren angezogen, Motorbremse auch. Grüß euch. Kommt irgendwie bekannt vor. Ja, hier sind wir glaube ich auch runtergefahren hier. Von hier kamen wir raus, da. Seht ihr, so kreuzen sich die Wege im Leben. Hier nochmal dieser Straßenbelag. Mega schlecht, könnt ihr euch auch nicht vorstellen. Wahnsinn, wie das hier ruckelt. Am Wohnwagen. Das ist unglaublich. Die mechanische Belastung jetzt hier. Das ist Wahnsinn. Das Rad hier belastet dort an der Bahn. Also absolutes Gift. Naja, machen wir mal weiter. Hier ist jedenfalls gut. Meistens ist das in den Orten. Leute, ich bin jetzt in Teuchern und guck mal, gerade Ortseingang. Was hier steht, Baustelle total gesperrt. Da vorhin stand nicht ein Schild. Unglaublich. Ey, bin fast bei Kai. Das gibt's doch ja nicht. Schlecht aus, Leute. Da hinten komme ich nicht lang. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier noch ankomme. Ja, er liegt so oder so. Hallo. Da ist er, der Boss. Der sagt, wo es lang geht. Ey, ich wollte mit dem Dreieck fahren. Hatte ich jetzt nicht gerade einen Platten? Ah, hatte ich mir gestern irgendwie einen Schleicher eingesammelt. Ja, das ist Franjo und das ist Amelie. Kennst du, war die schon das letzte Mal? Nee, war nicht da. Ne? Wir kennen uns schon. Ach so. Aber wir kennen uns noch nicht. Nee. So. Wir fahren jetzt so einen Feldweg hier lang. Und mal gucken, ob wir da lang kommen. Da geht es noch gleich hier waltig berghoch. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, aber der wird ja erst nach ein paar Minuten warm, oder? Oh, na gut, der ist natürlich jetzt schon 60 Grad hatter. So, warte. Ach, jetzt brauchst du nicht schieben, Kai. Mal gucken, ob er es schafft da hoch, weißt du? Dreht zwar immer mal durch das Rad, aber irgendwie senkt es sich wieder. Ne, kommen wir hoch. Super. Ui, habt ihr ihn gehört? Wahrscheinlich nicht, hat es durchgedreht. Oh, hinten am Wohnwagen dreht auch durch. Aber ich schaff's. Wir gehen jetzt nochmal einkaufen. Kai geht vor, ist der Chef. Ja, der Boss, wie üblich. In der großen Stadt. Ja. Hier bin ich. Sehe schon ein bisschen verloddert aus. Fast fünf Wochen schon auf Tour. Ja, ich müsste mal zum Friseur und der Bart müsste auch mal gestutzt werden. Okay, Leute. Ich habe mir hier auf der Wiese mein Lara eingerichtet. Ja, wir waren nur gerade einkaufen, wie ihr gesehen habt. Ja, wie üblich, Haufen Gift gekauft. Ja. Da noch mein Weißbrot und das ist eine richtig schöne Ecke hier, wo der Kai sein Grundstück hat. Seht ihr ja hinter ein kleiner Bach, schöner Laubbaumbestand hier, richtig großes Grundstück hat er, hat auch ein paar Tiere, die kann ich euch nachher noch mal zeigen oder morgen, machen wir morgen. Wir essen jetzt gleich Abendbrot
Ja, wisst ihr erstmal Bescheid, wo ich hier lagere. Ja. Er müsste sich bloß hier noch einen Baum hinpflanzen, habe ich schon gesagt. Dann hat er nämlich Schatten da, wo er sitzt. Guckt mal, Leute, wer zu Besuch in meinem Wohnwagen ist. Bei Rotlicht. Der liebe Kai. Ja gut, der hat noch weiße Eidemacht. Sonst hätte ich jetzt hier ein bisschen Angst. Ja, damit es ein bisschen heller ist hier. Nee, ey, mach mal deinen Trank hier an, das interessiert mich jetzt mal. Zwei Riesentypen hier im Wohnwagen. Ja, ich gebe zu, ich bin schwerer als du. Was wiegst du jetzt? 100 Kilo hast du gesagt? Ja. Ich hoffe, seit gestern ein bisschen weniger. Die 100 Kilometer Rad. Ein bisschen so machen, als geht. Zwei Riesentypen hier drin. Wahnsinn. Wenn ich sag mal, wie sehe ich denn aus? Normalerweise sehe ich ein bisschen hübscher aus. 5 Wochen im Wohnwagen leben, da sieht man doch ein bisschen verlebt aus, ja. Also ein bisschen wie Seemann. Hast du ganz helle Sonne im Gesicht? Das ist der Schlafanzug, glaube ich, wieso ich so ein bisschen komisch aussehe. Wobei, du hast das Dach, das Welttop. Macht das eigentlich ordentlich Schatten? Ja, das ist schon top. Ja, weil, kannst du nicht meckern. Ich habe ja alleine gestern, ne, weil ich habe meinen Glatzenschoner nicht gefunden. Normal setze ich ja so eine Schiebermütze auf. Das ist wirklich wie eine Sonnenblende im Auto. Das kannst du dann schieben, wie du willst. Wenn du das nicht hast, was denkst du, wie du die Gusche verbrennst? Beim Liegerad brauchst du immer Sonnencreme und Sonnenbrille. Oder das Wähltop. Ja. Guck mal, Leute, was der Kai festgestellt hat. Ich habe immer große Kopfschmerzen gekriegt. Ich habe mich immer gewundert, woher das kommt. Hier, total verkeimt meine Flaschen. Da habe ich irgendwie mal Wasser vom Bach eingefüllt. Und dann haben sich da irgendwie, weiß ich... Das riecht doch froschig, wie in so einem alten Aquarium. Ja. Riech mal. Ja. Oh, das müssen wir erstmal richtig ausspülen. Ich wundere mich, ob ich Kopfschmerzen kriege. Davon kommt es wahrscheinlich, vermute ich mal. Also muss man wirklich aufpassen, immer reingucken. Da ich immer, wie gesagt, alles Wasser rein gemacht vom Bach und hat es zwar ausgespült am Friedhof, aber das reicht nicht. Das muss man anscheinend richtig... Das Nomadenleben ist ganz schön gefährlich. ...desinfizieren oder so, wa? Also immer, ich werde mir jetzt auch Desinfektionszeug irgendwie besorgen. Ich stehe ja ein bisschen komisch. Ja, Leute, alles da gibt es doch auch so Tabletten. Ja, ne? Muss ich mal besorgen, unbedingt. Also das sieht ja Trinkwasser gar nicht. Unterwegs, da gibt es extra so Reinigungstabletten. Ja, ja, das muss ich mir mal besorgen. Okay, Leute, ja. Wisst ihr Bescheid. Kai beim Baggern. Naja, will sich hier einen Teich bauen. Ausbaggern. So, meine Lieben, heute gibt es mal ein bisschen was Gutes zum Mittagessen. Hühnerfrikassee habe ich mir geholt vorhin hier beim Kai. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich die große Tüte hier reinkriege, aber seht ihr ja, wunderbar. Also super, der Trank hier. Kann man absolut empfehlen. Wir pflücken jetzt hier mal ein bisschen Klee für die Schweine, damit wir was Frisches haben. Oh, geht schwer hier raus. Guck mal, wie sie schon freuen. Ja, freut euch, wenn ich was Frisches. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, euer Enduro-René hat mal richtig gut geschlafen. Aber leider geht jetzt hier der Lärm los. Ja, Kai, sein Nachbar, baut da irgendwie einen neuen Zaun. Der Fuchs war irgendwie da drin in seinem Hühnerstall. Seht ihr, da hinten bauen sie. Ja, schreit nur ganz schön rum, so wie ich das kenne. Ich überlege jetzt weiterzufahren Richtung Magdeburg, Richtung Heimat. Und möchte mal einen anderen Weg fahren. Ich kann euch noch mal kurz auf der Karte zeigen, wo ich lang möchte. Und da hatte ich jetzt überlegt, hier von Teuchern über Lützen bis ja, kurz vor Merseburg, vor Halle hinzufahren. Hier sind schöne Seen. Hier finde ich doch sicherlich einen schönen Platz zum Übernachten. Was vielleicht auch ruhig ist. Ja, denn ich wollte heute Video schneiden, aber bei so einem Lärm kann man das nicht in Ruhe. Da braucht man wirklich Ruhe. Ja, mal gucken, was Kai sagt, was der heute vorhat. Und ja, dann entscheide ich spontan.
Kai hat noch spontane Platten gemacht bei seinem Reifen, um uns zu zeigen, wie man das schnell repariert. Ja, kündige mal nicht an, was noch nicht ist. Ich muss erst mal gucken, ob ich das hinkriege. Wir sind jetzt losgefahren. Kai kommt noch ein Stückchen mit. Und ja, es geht für mich jetzt Richtung Merseburg, Halle, die Ecke will ich fahren. Ich will mal einen anderen Weg nach Magdeburg fahren, weil die Strecke über den Süßen See, da sind sehr viele Kopfsteinpflaster. Ja. Okay Leute, dann kommt mal mit. Bei Kai, der fährt sich auch gut. Das ist ein ultra leicht Ding hier mit einer geilen Lenkung. Nicht schlecht. Könnte man sich auch dran gewöhnen. Vor allem sitze ich noch tiefer, noch bequemer hier. Wirklich wie auf einem mega Liegestuhl. Wie ist es, Kai? Geiles Ding, wa? Bequem, vor allen Dingen bin ich mit meiner Klatze im Schatten. Das ist schön. Ey, weil hiermit kann man schön lostreten. Guck mal, eigentlich schon Fußpilze. Ja, mal gucken. Muss auch was mit der Lenkung hier. Ja, Gewöhnungssache. Ja. So. Steht hier auch gutes Fahrrad? Jetzt geht es so schön bergab. Wir müssen mal Schwung holen. Ja. Weil drüben geht es wieder hoch. Naja, nächste Dürre. Darf nicht so schnell werden mit dem Ding. Ja, ja, aber du, ich hab jetzt Elektro, aber du müsstest. Ah, jetzt kommen wir schon hoch, das merke ich. Ich glaube, ich bin doch ganz gut trainiert. Leute, da komme ich auch spielend hoch. Kann man gleich sehen. Du fährst mit dem weiter, ich behalte das hier. Ja. So, tauschen wir wieder, wa? Jo. So, fährt nicht schlecht dein Teil hier, muss ja. Ich sagen. Ist halt komplett nackig, noch nicht mal mit Lack, ne? Jo. So, Moment. Na gut, Kai, dann verabschiede ich mich mal von dir. War richtig schön bei dir. Hm? Warst ein guter Gastgeber. No. Hast durchgefressen, Biosachen. Genau. Ja, bis zum nächsten Mal. Und dann bis zur nächsten, nächsten Reparatur. Ne? Ja, genau. Ja. Die Aluschweiße war auch super. Ja. Also, dank an Milomo auch. Ne? Ja, genau. Ja. Ich hoffe, das ist lange. Okay, Leute. Ja. Gute Fahrt, ne? Ja. Ich bin jetzt in der Region Halle-Leipzig und hier gibt es etliche Seen. Hier fließt auch ein kleiner Bach lang und zwar die alte Elster. Hier ist sie und mal schauen, ob wir hier irgendwo eine schöne Übernachtungsstelle finden. Vielleicht schön naturnah, ja, vielleicht hier beim Storchennest. Wisst ihr was, ich habe es mir jetzt hier neben dem Storchennest gemütlich gemacht. Bin jetzt 50 Kilometer gefahren heute. Reicht. Ich habe jetzt insgesamt 1440 Kilometer. Ja, reicht für heute. Machen wir uns hier gemütlich. Ist eine schöne ruhige Stelle, wie ihr seht. Neben der weißen Elster hier. Da ist der Bach. Ja, da sind wir eben rüber gefahren und dahinter war das Storchennest. So meine Lieben, dann lasst uns mal alles zusammenpacken hier. Ich habe jetzt gerade noch einen platten Reifen festgestellt hier am Rad vom Wohnwagen. Habe jetzt hier nochmal aufgepumpt. Ja, bis jetzt hält's. Mal gucken, wie weit wir kommen. Habe gerade keine Lust zum Reifenwechsel und zum Schlauch flicken. Naja, okay, packen wir mal alles zusammen hier.
Wir queren jetzt die A14 bei Osmünde. Ich habe die ersten gut 10 Kilometer geschafft. Geht vorwärts, lässt sich gut fahren hier. Der Straßenbelag ist gut. Relativ wenig Verkehr ist auch. Gucken wir mal, was hier los ist. Da geht es jetzt weiter, meine Lieben. Ui Leute, wie ihr seht, der Reifen ist fast platt, da muss ich erstmal nachpumpen hier. Ich muss jetzt den Reifen flicken. Ja, Luft hält gar nicht mehr, ist total platt. Jetzt habe den Wagen jetzt aufgebockt, hinten ganz hoch, ich mache die Stütze. Hier vorne den hochgehoben, ja, und das Rad ist jetzt frei, jetzt baue ich es aus und ja, wechsel den Schlauch oder flicke den, müssen wir mal gucken. Hier Leute, der Übeltäter, eine Glasscherbe, war hier seitlich drin, da machen wir Flicken drauf, ich habe hier so welche. So, Rad ist wieder drin, können wir weiterfahren. Zürbig. Ich glaube, der Marmelade kommt nicht mehr von hier. Leider fällt das hier halt gleich steil ab. Da kann ich jetzt mit dem Wohnwagen nicht ran. Sieht aber so gut aus. Ja Leute, ihr seht mich schnitzen, richtig. Ich habe festgestellt, ich muss das hier ein bisschen stabilisieren, dieses Solarpanel hier. Also hier muss doch eine kleine Stützkonstruktion drauf, sonst bricht das irgendwann. Also da muss ich mir zu Hause noch was Besseres natürlich einfallen lassen. Ja, aber jetzt nehme ich erstmal Holz her und baue mir hier was runter. Habe jetzt hier drunter zwei so eine Stöcke eben, acht, oh, ich weiß nicht, lumm. Ja gut, jetzt drückt es sich durch, aber so hält es erstmal, stabilisiert es schon ein bisschen. Aha. Mal gucken, was ich mir zu Hause hier einfallen lasse. Ich war hier in Köthen noch kurz einkaufen und bin natürlich mal wieder um Tropi Frutti, Haribo Tropi Frutti nicht drumherum gekommen. Ah, naja, was soll's. Auf die letzten Meter. Das wird gleich wieder rot hier. Ich muss mal schnell rüberkommen. Wahnsinn. Durch das an, jetzt schon auch runter. Unglaublich. Jetzt fahre ich hier oben schön auf dem Damm lang. Das ist eine wunderschöne geteerte Strecke hier. Ja, daneben Laubbäume, viele Eichen, aber auch durch die Trockenheit viele eingegangen hier. Also ja, schade, das seht ihr ja hier im Hintergrund. Ja, ist schon ganz schön hier. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Guckt mal hier drüben auf, dass das hier so schlimm ist. Auch schön hier, aber ja, leider viele Tote. Ich freue mich auch. Naja,
Immer suchen wir uns jetzt gleich eine Zeltstelle hier. Zeltstelle sage ich immer. Die Übernachtungsstelle. Mal gucken, ob wir wieder so was Schönes hier oben auf dem Damm finden. Das wäre natürlich toll, so eine kleine Ausbuchtung. Aber ich glaube, sowas gibt es hier nicht. Mal gucken. Schaut mal, meine Lieben. Eine wunderschöne Stelle hier an der Elbe. Aber ich komme hier ganz schlecht her. Und guckt mal. Hier platt gedrücktes Gras. Und da vorne geht ja der Elbe-Radweg lang, also hier werden öfters welche sein, hier nächtigen. Und da hinten steht der Wohnwagen und die Strecke hierher ist aber extrem schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hierher mache. Ja, so überlege ich mir nochmal 5 Minuten. Lustig, von hinten schieben wir doch. Bis du musst das lenken können, richtig. Matte raus, Lüfter aus. Ich hatte heute den Lüfter drin an, weil es so heiß war. Und das macht ganz schön was aus, wenn der an ist und immer ein bisschen die Luft durchpustet. Das ist eine gute Sache. Bei mir gibt es heute kalte vegane Klopse auf Toastbrot. Schauen wir mal, wie das schmeckt. Die habe ich bei Michael gegessen, die waren echt gut gewesen. Kann ich empfehlen. Das sind ja welche von Aldi, mal gucken, wie die schmecken. Oh. Kommt mal rein, dann könnt ihr euch auch die schöne Elbe hier angucken. Richtig schöner Abend hier an der Elbe. Vielleicht lässt schon ein bisschen Hamburg-Stimmung aufkommen. Herrlich. Und schön ruhig hier vor allen Dingen auch. Jo. Ketchup drauf. Mal, seht ihr überhaupt was? Ach, das Licht ist aus hier. Ich habe mich schon gewundert. Batterie alle. Ah. Kaffee ist drinnen. Ja. Also Leute, gutes Nächtle. Von wegen gutes Nächtle. Das waren heute 90 Kilometer. Und wie gesagt, das sind nach Plötzki zum AWG-See vielleicht noch 20 Kilometer. Ich bin jetzt hier bei Breitenhagen. Ja. Okay, Leute, jetzt aber gutes Nächtle. Wir machen nochmal von vorne. So, Leute, ihr seht da die Elbe. Ihr seht da die Elbe. Hier ist mein Duschzeug. Und ich will mich jetzt ein bisschen frisch machen hier. Ja, mal gucken, wie das klappt. Stellt euch mal hier hin. Ja, ganz schön kalt das Wasser, wie gesagt. Und ja, von der Sauberkeit her geht es. Da hinten, ja, sieht es nicht so gut aus. Aber jetzt zum Frischmachen, das war okay. Auf geht's, meine Lieben, nach Plötzki. Na, hallo? Passen wir noch drauf, ja? Ja, einfach. Guckt mal, meine Lieben, das ist der liebe Matthias mit seinem Gravelbike und er ist auch auf großer Tour. Und ja, das ist das Pendant zu meinem Wohnwagen. Das wiegt nämlich nur, was hast du gesagt? 18 Kilo. Wahnsinn, ja, 18 Kilo mit Gepäck, allen drum und dran. Ja, richtig toll. Und wie viel Strecke machst du am Tag so ungefähr? Ja, so 100 ungefähr. Hm. Kommt drauf an, wie viele Eis
Dielen unterwegs da sind. Und was war deine weiteste Tagesetappe? Wie weit bist du am längsten gefahren schon mal? Das waren 160 Kilometer letztes Jahr auf der Tour Brandenburg. Aha, das ist schon gewaltig, ja, vor allem ohne E. Ja, nicht schlecht. Naja, gut, okay, dann lassen wir mal weiterfahren, ne? Genau. Der liebe Matthias ist jetzt einen anderen Weg abgebogen. Der fährt gerne sehr naturnah. Ich muss ja hier im Prinzip die Hauptstraßen durch den Wald fahren. Und er nimmt die kleinen, ja, Nebenwege, sagen wir es mal so. Ja, natürlich toll, ganz toll. Bin ich auch ein totaler Fan davon. Geht natürlich leider mit dem Wohnwagen nicht. Er mit seinem Gravelbike ist dann natürlich, ja, ideal ausgerüstet. Und übrigens, ich habe noch einen richtig guten Tipp bekommen von ihm, wie man seine Trinkflaschen, Trinkblasen sauber bekommt. Und zwar mit Gebissreiniger. Er hat ja das gleiche Problem, er hat ja auch eine Trinkblase bei. Und das muss ja immer keimfrei sein und ja, nicht, dass sich wie bei mir hier Algen bilden. Und da war sein Tipp Gebissreiniger. Ja, das kann ich jetzt an euch weitergeben. So, haben wir aber einen super Tipp bekommen. Werde ich mir gleich mal bestellen. So Leute, okay, lasst uns mal die letzten Kilometer noch nach Plötzki fahren. Walter-Nienburg. Und da ist die Burg. Ja, Mietzi. Ich glaube, es ist langsam bei dir vorbei. Brauchst dich nicht erschrecken. Herrlich, die Katze. Liegt hier auf dem Weg rum. Schön. Übrigens, meine Hartz-IV-Konstruktion hält hier noch und ist auch stabil. Sollen wir erstmal so lassen. Das ist jetzt hier die Elbbrücke rüber nach Barbie. Und ich fahre jetzt auf der rechten Elbseite lang Richtung Magdeburg auf dem Elbe-Radweg und ja, sind noch ca. 20 Kilometer bis zum AWG-See bei Plötzki. Grüßt euch! Hallo! Wir sind in heimische Gefilde wieder eingetaucht. Ja, gleich erstmal die erste kleine Geländestrecke hier. Gucken, wie der Wagen langkommt. Uiuiui, Leute, jetzt bleibt verstecken hier. Boah! Vielleicht mal den Motor ein bisschen höher stellen sollen. Lasst uns mal wieder zurückfahren. Ja, ihr könnt hier mit auf der Kamera dabei sein. Richtig. Seht ihr das? Gewaltig tief sein nicht. Klar, mein Ende-Test gleich noch. Hier bin ich jedenfalls stecken geblieben. Jetzt geht es hier bergab. Eben ging es ja hier berghoch. Ja, jetzt geht's. Kleines Abenteuer noch zum Schluss hier. Müsste unbedingt regnen, wie ich sehe hier. Also alles ganz schön trocken. Ich habe mich jetzt hier hingestellt, auch in der Nähe des Sees. Der ist da hinten. Seht ihr das? Da hinten. Ja, hier ist nicht ganz so laut und ich habe trotzdem eine schöne Stelle. Ja, hier mache ich es mir jetzt gemütlich. Hab mal schön die Abendsonne hier. Richtig toll. Habt ihr ja eben gesehen. Vor allem urig durch die umgefallenen Bäume hier. Ist natürlich schade, ja, aber sieht urig aus und ja, immer ist mir jetzt gemütlich. Bei mir gibt es wieder diese veganen Klopse vom Aldi, schmecken mir richtig gut. Und noch ein leckeres Holzenbierchen, Apfelsaft. Einen guten!
Es ist mittlerweile der nächste Morgen und ja, ich bin ja hier am AWG-See. Hier soll jetzt auch die Tour enden und ja, machen wir noch mal ein kleines Fazit. Ja, das waren jetzt 1577 Kilometer. Ja, also bis nach Hause sind es nochmal 30, knapp 30, also 1600 Kilometer kann man sagen. Das ist schon nicht schlecht. Also so weit bin ich noch nie mit dem Rad gefahren. Gut mit Motorunterstützung, aber trotzdem. Fahrzeit 98 Stunden. Durchschnittsgeschwindigkeit, das sind 16 Kilometer die Stunde. Auch nicht schlecht. Maximale Geschwindigkeit 41. Ja, gut, das war's schon. Ja, und mit meinem, hier der Tacho zeigt noch an, was ich an Sprit gespart hätte, wenn ich jetzt, ich habe jetzt die Daten von meinem Motorrad eingegeben, hätte ich jetzt 71 Liter Sprit gespart. Nicht schlecht. Das sind, ja, 140 Euro. Okay, ja, es ist 9:45 jetzt. Jetzt haben wir 26 Grad, Mensch, und ganz schön warm. Ja, hier drinnen 24. Naja. Okay, meine Lieben. Ja, wissen wir erstmal die Daten. Und also für mich war es eine sehr, sehr schöne Tour. Großen Dank nochmal an den Michael, seinen Bruder, an euren schönen Hund. Dann an den Andreas, den ich ja danach besucht hatte. Und dann ging es ja weiter zum Oliver. Oliver, schöne Grüße an dich und Pyro, dich auch. Und dann auch schöne Grüße an die Petra, die ich zwischendurch kennengelernt habe. An den Fini, den ich kurz vor Heidelberg kennengelernt habe. Und an seine Freundin. Schöne Grüße an euch beide. Und ja, ein riesen Dankeschön an euch alle. Ja, und danach ging es ja weiter Richtung Kai. Kai, schöne Grüße auch an dich. Und auch schöne Grüße an den Frank, der mir meine Schuhe gesucht hat und die dann auch zu mir nach Hause geschickt hat. Also riesigen Daumen nach oben und ganz großes Dankeschön. Schöne Grüße an die Leute in Seyfriedsburg und wie gesagt an den Frank, der die Schuhe besorgt hat. Also Wahnsinn. Was für ein Zufall. Unglaublich. Ja, danach ging es ja dann weiter zum Kai. Wie gesagt, Kai, schöne Grüße an dich. Danke nochmal an die Firma Velomo, die da ihre Werkstatt und das Schweißgerät zur Verfügung gestellt haben. Und danke an den Patrick, der mein Rahmen hier geschweißt hat vom Liegerad. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Danach ging es ja bloß nach Hause hier. Ja, ihr wisst, ich habe Alzheimer. Also falls ich jetzt wen vergessen habe, Entschuldigung. Die ganzen Kilometer jetzt auch total autark unterwegs. Also ich war nicht einmal an der Ladesäule dran, beziehungsweise bei den Jungs habe ich auch nicht nachgeladen. Wahnsinn. Man muss natürlich dazu sagen, das Wetter hat mitgespielt. Es gab zwar auch Regentage, aber größtenteils war es halt sonnig und dann konnte ich dann immer nachladen. Ja, habe es dann halt so gemacht, dass ich frühs nachgeladen habe und dann bin ich meistens nachmittags losgefahren. Oder ich bin frühs losgefahren, habe dann mittags eine Pause gemacht, 3-4 Stunden und bin dann zum Abend hin nochmal 30-40 Kilometer weitergefahren. Ja, und ich bin auch erstaunt, wie viele Kilometer man da zurücklegen kann, wenn man kontinuierlich jeden Tag fährt. Wahnsinn. Ja, ansonsten mit dem Wasser, da muss man jetzt wirklich aufpassen. Da sind mir die Flaschen verkeimt. Also da gebe ich euch den Tipp. Beziehungsweise, ja, muss ich selber erstmal testen. Ich habe mir jetzt hier so eine Gebissreiniger-Tabletten bestellt. Und damit will ich dann auf der Tour immer mal die Flaschen sauber machen. Mal gucken, wie das funktioniert. Das teile ich euch natürlich mit. Aber darauf muss man wirklich dolle achten, denn ich habe mich schon gewundert, auf der Tour hatte ich echt oft Kopfschmerzen gehabt. Ich meine, ich bin zwar ein Migränepatient, aber es war wirklich sehr oft. Und ich vermute, es lag an diesen verkeimten Flaschen. Ich habe das Wasser zwar immer abgekocht, aber ja, irgendwie scheint da doch noch irgendwas Komisches drin zu sein. Ja, was gab es sonst noch? Der Rahmen vom Liegerad ist ja gebrochen und bis jetzt hält es. Ich halte euch auch da auf dem Laufenden, ob das, wie gesagt, hält. Ja, was ist sonst da passiert? Der Hänger, der hält bis jetzt grundsätzlich durch. Einen Platten hatten wir, habt ihr gesehen. Ansonsten ist alles, ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten heil geblieben. Ja, also, da war jetzt nichts Größeres. Also, ja,
Die Blinker habe ich mir hinten noch mal ein bisschen besser gemacht. Da habe ich einfach die LED-Leiste umgedreht. Ansonsten habe ich sehr viele nette Leute kennengelernt, was ich da im Westen kennengelernt habe, war echt Wahnsinn. Da wurdest du fast von jedem angesprochen. Da waren wir schon froh, wenn ich meine ruhige Stelle hatte zum Videoschneiden. Wahnsinn. Ja, hier am ABG-See ist es deutlich ruhiger. Ja, Leute, okay. Ich würde dann sagen, wenn mir nichts mehr einfällt, wir sehen uns im nächsten Video. Fahrt selber raus, macht selber so eine Tour. Da braucht ihr auch keinen Wohnwagen. Fahrt einfach mit dem Rad los und im Zelt. Ist auch richtig schön. Ja, dann nutzt ihr halt Zeltplätze und vielleicht an einer schönen Stelle könnt ihr auch mal wild zelten. Bei mir geht es dann als nächstes nach Hamburg. Und zwar möchte ich da den Elberadweg nach Hamburg fahren. Das filme ich natürlich auch. Das bekommt ihr dann hier auch auf dem Kanal mit. Okay, meine Lieben, dann macht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Enduro-René. Ciao, meine Lieben.